Ich habe euch herausgefordert, wer das beste Spiel erstellen kann. Heute werde ich einige davon testen und ihr könnt abstimmen, welches ihr am besten fandet. Die besten Spiele können insgesamt 500 Euro gewinnen und ihr könnt auch 100 Euro gewinnen, also bleibt dran. Last Survivor, wir müssen hier als Letzte überleben und uns verteidigen hier gegen die Geister. Wow, die sind ja richtig aggressiv. Erinnert mich gerade ein bisschen an Counter-Strike. Habe ich noch eine andere... Oh, ich habe noch eine andere Waffe. Die ist ja viel besser. Ja, perfekt. Zack. Was? Nein, 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 nein. Uff. Nein. Die spawnen einfach hinter mir. Neuer Versuch. Wow, 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 wow. Der ist einfach direkt vor mir gespawnt. Ich kann's schaffen, ich kann's schaffen. Komm. Muss nachladen, nachladen. Thema auf jeden Fall richtig umgesetzt, Grafik auch nice, vielleicht bräuchte man noch ein bisschen mehr Abwechslung, also noch mehr Gegner. Kurze Info, ihr könnt diesen Amazon-Gutschein hier gewinnen im Wert von 100 Euro. Damit könnt ihr alles mögliche kaufen, egal ob Spiele, Handys, Konsolen oder anderes. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, tragt einfach eure E-Mail ein, Link in der Beschreibung. Viel Erfolg und damit zurück zum Video. Der Flood Escape Simulator, hier können wir in den Einstellungen auch die Grafik einstellen. Kartoffelmodus, also richtig schlechte Grafik. NASA-PC, okay, ich lasse es erstmal auf normal. Let's go. Oha. Also die Grafik sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. So, also ich fahre jetzt dieses Auto hier und ich denke, hier kommt irgendwann Wasser und ich muss halt so lange überleben wie möglich. Jo, die Grafik ist echt richtig nice. Sieht fast ein bisschen aus wie so eine ältere Version von GTA. Ah, okay, hier ist das Wasser. Ich sehe, dass das Wasser langsam höher wird. Deswegen muss ich hier schnell genug sein, damit es mich nicht einholen kann. Wow, 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 wow. Okay, ich sehe gerade, das Wasser wird immer schneller. Jetzt muss ich echt richtig gut fahren, damit es mich nicht einholen kann. Wow, 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 das ist ja richtig krass hier. Nein! Oh mein Gott. Wow, nein, 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 nein. Das Wasser kommt. Nein! Warum? Ich war doch so gut. Ich bräuchte halt auch mal ein besseres Auto. Das sieht nicht gerade schnell aus hier, dieses Auto. Oh, komm schon. Wow. Warum ist es auf einmal so schwierig? Seit wann ist es so schwierig? Okay, vielleicht kann ich ja wirklich ein anderes Auto mal holen. Oha, hier gibt es echt richtig krasse Autos. Ich habe auf jeden Fall zu wenig Geld. Ah, cool, kann ich auch eine Testfahrt machen? Yo. Krass. Okay, man müsste den halt fahren können. Wow, wow, wow. Oh. Von der Idee sehr nice. Passt auch zum Thema des Wettbewerbs, also Survival. Man muss so lange überleben wie möglich. Wow. Nein, nein, nein. Das hat so gut angefangen. Ah, jetzt. Okay, ich kann weiterfahren. Boah, komm schon. Das hat mir so viel Zeit gekostet. Neuer Rekord. 759. Grüße gehen raus. In meinem Kurs Spieleentwickler Meister erstellen wir auch ein Rennspiel. Zwar in 2D, aber es haben sich viele gewünscht. Nehmt gerne teil. Wildcat Warfare. Ich bin wieder sehr gespannt. Also das sieht schon mal ein bisschen krass aus hier mit der Katze. Aber gut, wir starten einfach mal mit der Story, würde ich sagen. Oha. Okay. Ich glaube, wir werden hier von Katzen angegriffen und müssen die besiegen. Wow. Ist das lustig. Ja, wie kommt man auf diese Idee? Hallo? Alles okay bei dir? Ist das lustig. Was ist hier unten? Ich glaube, ich kriege eine neue Waffe. Wow. Ah, da werden die vergiftet, oder? Sieht so aus, weil die grün werden. Yo. So, was gibt's hier noch alles? Der glitscht hier gerade durch. Okay, war gerade irgendein Bug. Nein. Ich starte einfach nochmal neu. Ein Messer gibt's auch. Zack, zack. Irgendwie tun mir die Katzen ein bisschen leid. Die sehen gar nicht so gefährlich aus. Messer sieht auch cool aus. Ey, die Animationen sind auch echt krass. Da steckt auf jeden Fall viel Mühe drin. Hey, das Spiel ist echt zu krass, wirklich. Wow. Nein, ich habe fast keine Leben mehr, nur noch 20. Nein. Wenn man R drückt, dann macht er das schärfer. Das Messer. Also solche Details finde ich halt echt immer richtig cool. Hier ist auch irgendwas Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Yo. Was ist das? Wie krass ist das denn? Okay, die Waffe ist einfach zu overpowered. Was sind das für Riesenkatzen? Die haben auch viel mehr Leben. Ah, das Zelt ist explodiert. Jetzt bekomme ich hier noch eine neuere Waffe, noch eine bessere Waffe, oder? Yo. Wow. Nein. Aber egal. Ich finde Thema, Grafik, Gameplay, alles sehr, sehr nice umgesetzt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Der letzte Traum, die Grafik, boah, der ist schon mal richtig nice. Also wenn er das selber gezeichnet hat, hier steht Texturen selbst erstellt. Respekt schon mal. Ich glaube, ich bin in einem Traum und kann jetzt hier verschiedene Waffen bekommen. Teste ich mal. Eins. Wow.
Dann habe ich noch sowas, so ein verrücktes Dings. So ein Wurfmesser. Zack. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Albtraum. Bam. Oh, das ist richtig gut. Dieser blaue Balken muss ich immer aufladen, dann kann ich immer diese Mega-Attacken machen. Ach, da kommen immer mehr. Nein. Thema wurde auf jeden Fall gut umgesetzt. Man muss so lange überleben wie möglich. Und es wird immer schwieriger. Wow, was ist das? Jo, was ist das für einer? Ich wusste es, dass um Mitternacht irgendwas Krasses kommt hier. Okay, der war recht einfach zu besiegen. Es ist echt richtig nice, aber ein bisschen zu einfach. So, wann stehe ich denn auf? Vielleicht um 5 Uhr? Ja! Ich habe es wirklich geschafft. Okay, was passiert jetzt? Selbst in den tiefsten Abgründen deines Weges hast du den Mut gefunden, dich zu erheben und mit unerschütterlicher Erschlossenheit zu kämpfen. Gib nie auf. Auf jeden Fall eine coole Message. Survival Siege. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Los geht's. Der Terrain wird erstellt. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie Minecraft, oder? Also, es gibt auf jeden Fall Chunks. Mit E einen Block auswählen und platzieren. LOL. Das ist wirklich so ähnlich wie Minecraft. Ich kann diesen Holzblock jetzt upgraden. Zack. Ah, jetzt wurde der Holzblock zu einem Steinblock. Mit C kann ich das Inventar öffnen, die Axt nehmen. Jo, wie krass ist das denn? Und jetzt kann ich hier diese Bäume fällen, dann bekomme ich hier Holz. Krank. Und hier ist auch schon ein Gegner. Jo. Wie cool ist das denn gemacht? Diese Factory kann ich jetzt hier platzieren. Mit der Fabrik kann ich jetzt wahrscheinlich irgendwas herstellen. Dann wird irgendwas produziert. Ah, wir haben jetzt hier Eisen hergestellt. Oha, bin ich das? Mr. Lux. Wow, was kann man hier alles upgraden? Das ist ja zu krank. Mr. Lux, einmal kaufen. Ja, was? Jetzt habe ich den als Haustier oder so, keine Ahnung. Und ich habe jetzt hier noch so eine Kanone bekommen, mit der kann ich mich halt verteidigen, so wie es aussieht. Oha, da ist schon der erste. Kann ich auch angreifen? Bam. Ich glaube, ich kann nur so schlagen. Mit meiner Axt bin ich, glaube ich, stärker. Ja, das ist gut. Wow. Ich muss nur aufpassen, dass sie mich nicht treffen. Nein, die zerstören alles hier. Geht weg. Warum zerstören die meine ganze Base? Weg mit euch! Die haben mein ganzes Haus hier zerstört, was ist das? Oh, er kommt! Jo. Bam. Bam. Ich mach mal diese Bombe hier, die war immer sehr gut. Zack. Bombe, Bombe, Bombe. Yes! Okay, die Bombe ist ein bisschen overpowered. Ja, der nächste Tag hat angefangen, endlich. Also, ich würde das jetzt sehr gerne noch weiterspielen, aber ich kann natürlich jetzt nicht hier 10 Stunden dieses Spiel spielen. Das Spiel passt zum Thema, die Grafik ist nice, das Gameplay gefällt mir sehr, sehr krass. Shoutouts gehen auch noch raus an Yannick, der hat so ein Multiplayer-Game erstellt, das man mit dem Livestream spielen kann. Also, man schreibt in den Chat und dann erscheinen Schiffe in dem Spiel. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Das waren jetzt aber nur ein paar Spiele. Es gibt natürlich noch viel mehr. Schaut euch die gerne mal an. Vergesst nicht das Gewinnspiel. Lasst ein Like und Abo da und bis zum nächsten Mal.